kriegen wird man auch so langsam zu meinem Allrounder. So. Gut. Die drei Punker, die nehmen wir uns. Ja, nehmen wir die in der nächsten Folge mit. Ja, doch. Würde ich sagen. Da wird die nächste Folge nur ein bisschen was kürzer werden als das, was wir heute hatten. Ich weiß es nicht. So. Ach, das arme Daubsi wird von dem Dings eingeklemmt. Oh, das ist Dodri. Moment, das Dodri nehme ich noch mit. Hey. Komm mal her, Jöder. Das ist doch nicht wahr! Der hüpft ja mir die ganze Zeit weg, dreimal hintereinander den Ball weg. Hört mal bitte ruhig jetzt hier gerade. Komm her. Ich will das Dodri haben. Eins. Zwei. Dodri gehört uns. Damit haben wir einen Eintrag bekommen wieder. So. Liebe Leute, dann machen wir einen kleinen Break hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, aber... So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir uns was an, was hier oben so los ist. Bis dahin und tschüss. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind durch mit der Route 18 und ich glaube, das ist jetzt ein Teil der Route 16. Da ist auch so ein verstecktes Haus und das möchte ich mir heute mal angucken. Ich bin beeindruckt, dass du den Weg hier reingefunden hast. Reife Leistung. So, dann gucken wir mal, was die junge Dame von uns hat hier. Ich vermute, ich weiß, was es ist. Das ist sowas. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem etwas davon, ja? Dann bekommst du auch etwas von mir. Hier, kriegst du diese TM-Fliegen. Cool, dankeschön. Die brauchen wir nicht mehr. Keine Flug-Pokémon besitzen. Achso, ich dachte mir... Was hast du für ein Problem, ja? Panka Eki! Ja, heute werden wir uns um diese drei Panka kümmern. Und wir werden auch kurz mal bei dem Assistenten östlich von Fruxadia City vorbeigucken, weil da fehlt uns noch ein bisschen was. So, jetzt gehen wir auf Lakora! Fast sogar komplett down. Das ist übrigens kein Erdbeben. Ja gut, das ist ein Bodenpokémon, das ist klar, ne? Und dafür kriegst du den Durchbruch noch drauf. Bam! So, Schleimog. Also Slimog. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was... So, dann machen wir die nächste Folge. Los mit Zafronia City. Da werden wir ein bisschen was länger, weil jetzt die Stadt muss ich erkunden. Dann sind da sogar zwei Arenen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hey, stehen geblieben. Das andere bin ich da einfach abhauen. Hm? Pakaida! Und du hast ein Arbor. Ja, ich weiß nicht, Vanilluk macht jetzt gerade irgendwas. Wahrscheinlich mit Schlagbohrer. Relativ easy. Sieht das, glaube ich, mal kurz Pokémon von ihm weg. Ja, ist wie gesagt eine kurze Folge. Warte, das ist klar. So, das ist so ein Indikator. Okay, gut.
da kann ich jetzt nicht mit gerechnet. Das heißt, das geht jetzt auf Nido. Video King raus und Raichu rein. Ja, die haben in der letzten Folge bekommen, die TM für Schlagbohrer von dem Elite-Trainer. Oder von dem Trainer-Coach. So, und auch der ist Geschichte. Das reicht für Level 44 für Nido King. Ja, und reicht das auch halbwegs ran jetzt, ein bisschen, aber Polona halt noch nicht. Tolle Pokémon hast du, her damit! Aufbold Lemmy, du hast einen Rattika. Das ist auch kein Problem, wenn du ging mit Durchbruch, sollte das doch durchaus zu schaffen sein. Jupp. Erste Pokémon von dieser. So, nächste Pokémon ist Morgan, das heißt wieder Aufschlagbohrer. Ja, 5 Orden haben wir schon, liebe Leute. 5 Orden haben wir schon. Was? Schlagbohrer trifft dich? Ja, Morgan ist. Ach, Morgan war okay, das Smogbank war schlimmer gewesen. Schlagbohrer nochmal auf Durchbruch. Oh nein, das hat auch. Jetzt kann die Attacke auch. Jetzt haben wir mal Nido King weg. Ja gut, das Nido King war schwer angeschlagen. Danke, Frau Demoli. Frau Demoli macht's. Kurzen Prozess. Tschüss, Nido Rion. Rion. Ja. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal. So, wir müssen jetzt noch ein, zwei Sachen erledigen in der Folge. Was haben wir hier? Ach, vergiss es. Schau auf deine Pokémon. Was willst du denn noch, Mann? Junge, die halt hier rum. Macht mehr Bock, als auch ständig auf Axis zu sein, ja? Früher bin ich immer mit meinem heißen Ofen durch die Gegend gebrettert. Aber so ganz ohne Fahrbahnuntersatz ist das irgendwie ziemlich öde. Stimmt wohl. So. Dann fehlen uns jetzt, wie gesagt, noch ein, zwei Sachen. Ich habe gesagt, einen Assistenten möchte ich gerne mal vorbeischauen. Himmelsritt. Ich glaube, das haben wir auch alle. Das heißt, wir reisen mal kurz nach Fuxania City. Das heißt, wir heißen kurz nach Fuxania City, weil. Ja, da der Assistent, der möchte ja, wenn wir 50 Pokémon uns ein tolles Item geben. Ich habe eine Vorahnung, was es ist. Mal gucken, ob es sich bewahrheitet. Weil das Spiel hat durchaus einige Überraschungen immer mal wieder parat. Hallo, Kev, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben, wenn du mindestens 50 Pokémon abgegeben und deine Pokédex registriert hast. Also sieht's aus. Hast du 50 Pokémon gefangen? Wirklich? Lass mich mal einen Blick in den Pokédex öffnen. Meinung, du hast bisher ganze 53 Pokémon abgefangen. Glückwunsch, dann gebe ich dir jetzt was versprochen. Hallo? Und dann, Scheiße, hab ich verloren? Es tut mir leid. Das mache ich nur. Ich habe nichts, was ich geben könnte. Ah, ich hab's. Hier bitte. Ach, ein Assistenten-Set. Ach Gott, ernsthaft für den Scheiß. Ich habe versucht, meine Kittel für dich und deine Pokémon anzupassen. Meine Kittel, pass gut auf ihn auf. Ernsthaft, du hast jetzt. Ach, okay, ich hatte nämlich mit dem Detektor gerechnet. Und nicht mit dem Scheiß Kittel. Oh, ein Omut und ein Tauboga. Den haben wir ja Gott sei Dank schon, wir haben ja Blutzug hier gefangen und haben es dann entwickelt. Oh, gut, okay. Was machen? Ich möchte mir gerne, weil es hier oben eben aufgetaucht war, oder was heißt eben, das ist schon eine ganze Weile her, möchte ich mir gerne noch das Pinsir fangen, wenn wir es auf die Schnelle finden.
Nein, ich finde hier ein Pinsel im Gras. Oh ne, womit nicht. Du kannst eigentlich auch wieder verschwinden. Warum Taboga nicht? Das ärgert mich gerade. Ich bin gerade hier ein bisschen aus dem Radar raus. Das heißt ja, dass der mal die Pokémon neu spawnen ist. Ich glaube zumindest, dass es geht. Ja. So. Ja, wir machen wie gesagt dann nach Feierabend. Mal gucken, ob wir noch Binsi kriegen jetzt. Die 5 Minuten machen wir noch und dann feiern. Wenn wir ein bisschen relativ schnell bekommen, kein Problem, kriegen wir es hin, aber. Zock, brauchen wir nicht. Haben wir hier noch Lockerfilm? Ne, wir haben noch einen Lockerfilm, ne? Ja, 4 Stück haben wir noch. Okay, das Tauchwasser, was wir gerade aufgetaucht haben, nehme ich gerne mit. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen, außer im Fuxania City, kurz in dem Ding, in dem Park dort. Und dieses Taurus geht sogar direkt in den ersten Ball, der drauf geht. Der erste gegen den zweiten Wurzel dann. Aber ich nehme es gerne mit. Wir nehmen es gerne mit. So, und ich wollte das Pinsel noch mehr. Wollten wir noch ein Pinsel cachen? Ich nicht. Hab ich schon. Tauboga habe ich auch schon. Auch dich habe ich schon, Griffenser. Ich hätte gerne noch einen gefangen. Mal noch ein paar Fimmern sitzen. So, gucken wir mal, welches. So, das Taubboga ist auch weg. Und jetzt hast du als Taubsi gerade? Ja. 39er Taubsi, die brauchen wir nicht. Ich hätte gerne das aus Pinsel jetzt gehabt. Aber gut, dann müssen wir das dann nochmal fangen. Pinsel! Ja, das Problem ist, das ist wahrscheinlich so selten. Also, es war jetzt einmal nur völlig da. Dann hat mich der Typ da angequatscht und dann war ich für was weg. Aber ich kann mich. Nee, ich kann mich jetzt gerade. Ja. Also, das ist wahrscheinlich nicht auch so eine Zeitrolle. Das Taurus war jetzt auch noch verdammt viel Glück, dass es aufgetaucht ist. Tauros war wahrscheinlich auch verdammt viel Glück, dass es aufgetaucht ist, oder? Das taucht sich schon mal weg. Ich muss da nochmal neu resetten. Ich hoffe, dass ich jetzt immer Glück habe, aber ich habe mal nicht. Yoga. Blutzug. Ja, es taucht immer der gleiche Scheiße. Jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen Glück finden. So, gut, dann geht's weiter jetzt noch zur Fonia City. Das war jetzt der nächste Plan an der Sache. Cool. Geil, ich spiele mit dem Pokémon und hinter uns sind die beiden anderen. So, geil mit Technik. Dann geht's zurück nach Mimitrit nach Fonia City. Da waren wir nämlich nur mal ganz kurz auf der Durchreise. Sonst eigentlich noch gar nicht. Ja, wie gesagt, unter Fonia City gibt's wieder ein bisschen was zu entdecken. Und was das ist, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Weil ich muss jetzt wirklich feiern.